Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wasteland 2. Ich bin's, der Black. Und ja, ich ziehe gerade mit meinem Team ein bisschen durch die Gegend. Wir haben zwei Aufgaben, unter anderem diese Vultures hier zu befreien. Als weiteres haben wir die Aufgabe, ein bisschen was im Untergrund zuzuschauen. Und am dritten müssen wir ja immer noch ein bisschen was hier installieren. Und dafür sind wir ja eigentlich da gewesen. Deswegen gehen wir erstmal hier rein und schauen uns erstmal hier drin um. So, der Geruch von muffigen Karten, Reiseführern und Campingausrüstung erfüllt die Luft. Alles klar. Willkommen im Adlers, Trockenwarenfreunde. Wenn ihr sowas nicht seht, dann fragt. Ich habe so gut wie alles, was sie brauchen. Ah, okay, das ist ein Shop. Das ist Harolds, der Leibwächter. Hier haben wir Harold, ein kleiner Mann mit scharfen Augen und sanften Händen. Schaut mit der Klatsche nach einer Fliege, haut mit der Klatsche nach einer Fliege. Dann schaut ihr tief in den Geldbeutel. Was haben wir hier? Eine Patchwork-Maschine. Sie kann, man kann sie als Pumpe erkennen. Kalk, verkrustete Rohre führen unter dem Boden durch. Du folgerst, dass es eine Wasserreinigungsvorrichtung ist. Sie sieht kaputt aus. Klaffende Löcher neben den Pumpen lassen denken, dass du sie vielleicht mit einem neuen Motor reparieren könntest. Okay. Ein neuer Motor müssen wir also hier mal sammeln. So nebenbei, wenn wir einen finden. Mit haben tue ich ja keinen, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein glänzender Rangerstern plus ein zäher Hund. Hast du schon was? Nee, hast du nicht. Hast du schon was? Nee, hast du nicht. Du hast auch noch nichts. Das heißt, wir können den Ranger-Stern mal weitergeben. Und... Was war das? Achso, die war es mal wieder. Die ist jetzt manisch. So, was haben wir hier? Minus 1 Arschkrieche Charisma. Wir machen das Teil hier hin. Und das eben zu dem hier. Also aktivieren. Ausrüsten. Und du hier drüben, du kriegst einen kleinen grauen Stein, Trümmerhosen, okay, ein Krötenbein, ach Quatsch, hier. Du kriegst, nee, das haben wir doch hier reingehauen. Hier ist das Halsband, so, komm hier, nimm das Halsband. Kauspielzeug, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, das könnten wir direkt zurückgeben, aber die will das ja nicht mehr, die Maus da. Naja, lässt sich nicht ändern. So, hier haben wir auch noch Waffen, M2, was habe ich installiert? Ein M1 Sturmgewehr und das hier ist ein M2 schwere Waffen. Mhm. Rostige Eimer, M1, 7,9. Ne, können wir beide zerlegen, denke ich mal. Als Schrott markieren. Ne. In Einzelteile zerlegen, wir können mal gucken. 100% der Teile einer zerstörten Waffe. Okay, dann eben nicht. In Einzelteile zerlegen. Waffenteile 50%, robustes Magazin, Unterlauf, Taschen, schauen wir mal, Teile einer zerstörten Waffe. War ja so klar. Na gut, was haben wir hier? Rosenkranzperlen, die haben eben keine guten Dienste geleistet. Ja, die sind wahrscheinlich ein bisschen tot. Mag daran liegen. So, das andere Zeug zerlebe ich jetzt nicht erst. Wir gehen mal hier weiter zu, hier sonst ist nichts. Hier hinten haben wir noch ein bisschen was. Ah, das Gott, der könnte uns im Notfall vielleicht heilen, müssen wir mal gucken. Oder wir könnten ein bisschen was schaffen. So, hallo Leute, was kann ich für euch tun? Ich habe Waffen, Munition, Rüstung, Arzneimittel und Zigaretten. Ich werde euch ebenfalls alles abkaufen, was ihr habt. Nattersplit, Altmetall, Teile einer zerstörten Waffe und Kleinkram. Ja, ich hab viel. So, Pumpe? Was ist mit der Pumpe hinter uns? Fragt die Angela. Könnte mal so hier. Ach, das alte Teil. Man erzählt sich übrigens, dass die Ranger das Ding vor etwa anderthalb Jahrzehnten für uns repariert haben. Ich glaube zwar nicht, aber zumindest erst vor etwa einem halben Jahr kaputt gegangen. Es läuft noch, aber alles, was rauskommt, ist am schlimmsten stinkende Pestwolke, die ihr je gerochen habt. Ich zerlege es gerade, um Ersatzteile rauszuholen. Den Motor habe ich schon rausgeholt. Einzelteile sollten allerdings einiges wert sein. Aha, okay. Du möchtest Nattersplit kaufen? Ja, yep, ich kaufe normalerweise von reisenden Händlern im Lager der Gleismonaden, aber Nomaden, aber das letzte Mal, als ich vorbeikam, war der etwas knapp an Ware, deshalb könnte ich etwas mehr davon gebrauchen. Mhm, und wer war der fahrende Händler? Semi Haas aus dem Lager der Gleisnomaden. Regelmäßig dreht er seine Runde durch das Ödland, wo er zuckersüßes Gift verscherbelt. Mir hat er erzählt, er wäre mit Ace unterwegs gewesen, als dieser umgebracht worden sei. Weißt du sonst noch etwas über diesen Mord? Vielmehr hat Sammy nicht erzählt. War ihm wohl irgendwie nicht ganz geheuer, die ganze Angelegenheit. Wenn du mit ihm sprechen möchtest, könntest du ihn vielleicht im Lager der Gleisnomaden finden. Zumindest füllt er dort seine Vorräte auf.
Okay. Welche Zigarettenmarke hast du dabei? Ich habe Marken auf Lager, freie Auswahl, damit ihr euch Lungen tapezieren wollt. Mir auch ganz... ja, der Dü ist ja für Sargnägel und so. Dü raucht ja wieder wie ein Schlot. Wahrscheinlich, wahrlich, die Wunder der Vorsahen sind übernatürlich. Willst du welche kaufen? Na, gucken wir mal, was wir so verkaufen können. Und vor allem auch, was wir kaufen können. Ja. Also erst einmal hier, gucken wir mal. Mhm, Schrotflinten. Was ihr an Reichweite fehlt, macht sie durch Treffer. Wieso bin ich jetzt bei Schrotflinten? So. Achso, ich habe hier drauf gezeigt, genau, ja, okay. Also was hast denn du hier? Ziegenlederrüstung, minus 0,8 Angriffsgeschwindigkeit, aber ein bisschen Rüstung. Und hier haben wir auch die Lederjacke, 2 Rüstung nochmal. Was ist das denn von Ding? 8 bis 16, Energiewaffe. Herbizid, ist eine Energiewaffe? 66%, 70%, 8 Schuss, 6 Schuss Kapazität. 5, ich behalte mal meine noch, so besonders finde ich die jetzt nicht. So, Sargnagel, Zigaretten, können wir hier kommen. Dylani kann sich ein paar Sargnägel kaufen. Hier, komm. So. Aha. Wie kauft man denn hier? Achso. Doppelklick. Okay. Eine reicht dir, ne? Du, mehr gibt's nicht. Alter Raucher. Einfache Erste-Hilfe-Ausrüstung. Was haben wir hier? Einen kurzen Lauf für Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und Scharfschützengewehre. Optimale Reichweite raus, minus 4 maximale Reichweite, aber die Treffergeschwindigkeit Wahrscheinlichkeit ein bisschen hoch. Nee, lassen wir mal so, wie es ist. Erste Hilfe setzt, nehme ich auch mal ein paar mit. 180, wie viel habe ich denn an Kohle? Ja, machen wir mal so. Einfache Erste Hilfe Ausrüstung nehme ich auch mit. Aber erstmal verkaufe ich ein bisschen was. Ist mir gerade so eingefallen. Erstmal den ganzen Plunder, den wir haben. Dann haben wir hier, die verkaufen wir nicht, das ist ja die er gerade anhat. Sargnägel hat er jetzt ein paar, Gegengift, lassen wir auch mal. Als Metallbein behalten wir, Logbuchseite. Hier haben wir ein paar Trümmerhosen, die können weg. Das Mississippi Maultier, 39, ist nicht schlecht, die Schaufel behalten wir da selbstverständlich. Schlaghandschuhe, weg. Kleiner grauer Stein, ist ein Questgegenstand, aha. Aber das Kauspielzeug kann raus. Tabletten, Questgegenstand, Sprühfarbe, weg damit. Also, können wir mal ein bisschen ausleeren hier. Oh, so geht das. Okay. Da sollte man eher mal gucken. So, TNT, Munition, bla bla bla, la la la. Funkverstärker, niedrig dosierte Schmerztabletten, das lassen wir alles mal da. Hier, den Ledermantel können wir noch raushauen. Trümmerhosen, Trümmerhosen. Verblichene Briefe, ja, Kontaktlinsen brauchen wir auch nicht. Eine Nachricht an Jezebel. Die behalten wir mal. Niedrig dosierte Schmerztabletten, bla bla bla, la la la. Okay, hier haben wir jede Menge Kaliber 12, Schrotflinten, Patronen, Munition und noch diverses anderes. Das behalten wir ebenfalls mal. Und jetzt können wir auch auf Kaufen gehen. Kaufen. Kaufen waren wir schon, okay. Gehen auf Dylani. Und geben der noch hier, weil die doch immer für alles zuständig ist, kriegt die auch die erste Hilfe. Ja, das Zeugs habe ich alles verkauft. Was hast du denn hier? Ein Werkzeuggürtel. Toll. Der macht nur nichts. Nicht so toll. Wo ist denn das erste Hilfe hier Zeug? Da. Flupp. Okay. Das war's schon. Ein kurzer Lauf. Nee, braucht man jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Deswegen raus. Okay. Dankeschön. Tschüss und erzähl es deinen Freunden, natürlich. Und hier hinten. Halt einen Moment still, ich muss den Verband wechseln. Ich brauche dringend Urlaub, sagt die Frau. Die Frau sagt. Und die sagt: Danke, Ranger. Bitteschön. Ich werde zum Apotheker-Zentrum gehen, das ist toll. Und du? Die können alle nur Ung machen. Hey, Ranger, für die letzten medizinischen Vorräte, die ich habe für meinen Patienten. Achso. Mhm. Ein Mann mit sandblondem Haar und vererbten Lächeln kümmert sich um eine behelfsmäßige Traumastation außerhalb seines Büros um die verwundeten Bürger von Highpool. Dr. Scott Warner, ja. Uns geht's gut, wie können wir dir helfen?
Ich brauche keine Hilfe, jedenfalls nicht persönlich, aber wenn ihr euch mit Notfallpatienten auskennt, kann ich bestimmt nicht neiden. Wobei das Bewässerungssystem unsere dringendere Sorge ist. Die Abreißer haben es in Schutt und Asche gelegt. Keine Ahnung, ob das nötige Händchen oder sowas haben, aber Kate Patterson kann eine Zisterne bestimmt brauchen. Mhm. Na gut. Kannst du uns heilen? Klar, sag einfach Bescheid. Jo. Jo. Plum. Plus 101 und damit ist der hier auch wieder. Okay, sehr schön. Das Bewässerungssystem schnurrt eigentlich wie eine Katze, wenn es nicht gerade niemand in die Luft wagt. Speichert das Wasser, benutzt das Gefälle, um es zu den Feldern zu transportieren. Aber Abreißer haben die ganze Anlage übel zugesetzt. Na, gucken wir mal. So, die Kate Parsons kann vielleicht keine Rohre verlegen, wäre aber ein besserer Bürgermeister als Birgin. Weniger Peitsche, mehr Zuckerbrot. Ihr versteht, was ich meine. Sehe ich auch so. Ich kann den Typen nicht halten, leiden. Im Herzen ist er ein anständiger Mensch, glaube ich. Aber die Welt hat es nicht gut mit ihm gemeint. Und jetzt ist er es nicht gut mit der. Und jetzt meint er es nicht gut mit der Welt. Er ein perfekter Stellvertreter, aber zu wütend, um ein brauchbarer Anführer zu sein. Tja, wie ist der Bürgermeister eigentlich draufgegangen? Die Abreißer haben ihn ins Genick geschossen und dann ist er von der Mauer gefallen. Ich habe noch versucht, ihm zu helfen, aber es ist was war ab. Ausweglos, hoffnungslos. Was hältst du von der Abrisskalonne? Fragt Dulani. Achso, da muss ich ja Dulani Stimme machen. Was hältst du von der Abrisskolonne? Warum glaubt eigentlich jeder, man könnte sich ein gutes Leben zusammentöten? Das wird mir immer ein Rätsel sein. Kinder haben Dinge wachsen sehen, die Welt heilen, das ist der einzige Weg. Ehrlich gesagt, sehe ich das ähnlich. So geheilt hat er uns schon mal, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Drum gehen wir jetzt erstmal raus hier. Auf Wiedersehen, Dankeschön. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich mich ein bisschen hochheilen kann. Das ist gut. So, wir gehen mal weiter. Und das Teil müssen wir reparieren. Wir brauchen halt einen neuen Motor. Hier drin war ja keiner, ne? Abkaufen. Irgendwas, was wie ein Motor aussieht. Im Leben nicht. Na gut, dann wieder raus. So. Na gut, dann wieder raus halt. Raus ist draußen. Pst, pst. Tschüss. Achso, hier. So. Okay, dann gehen wir mal in den Untergrund. Da hatten wir auf der anderen Seite noch so ein Teil. Dann gucken wir eben da mal, weil vielleicht finden wir da ja was. So. Schön, dass ich hier helfen konnte, obwohl der von alleine angerannt kommt. Finde ich toll, finde ich gut. So, ab in den Untergrund. Die Städterin bewacht hier. Mhm. Ein Haufen schießwütiger Irrer, die sich hinter einer wertlosen Blechmarke verstecken. Hey, wir haben euch geholfen. Dann Team sammeln und in den Highpool-Untergrund reisen. Alle Teammitglieder werden zum neuen Ort wechseln. Natürlich. Mit der Fähigkeit instand setzen kannst du alle Schlösser reparieren, die du verklemmt hast. Und bekommst eine zweite Chance für einen Einbruch. Okay. Das ist die Kate Preston. Okay, und was haben wir hier? Der Anblick des Ortes ist kein Stoff für die Gedichte. Ohne vollen Wasserdruck aus der restlichen Anlage ist das Drehen dieses Ventils eine aussichtlose Aufgabe. Dreht das Ventil auf, dann seid ihr im Geschäft. Ohne vollen Wasserdruck aus der restlichen Anlage ist das Drehen des Ventils, okay. Eine attraktive Frau im jungen Blaumann. Die Panik scheint sie fest im Griff zu haben. Ihre schweißnassen Haare kleben an der Stirn und die Hände zittern vor Angst. Hopeless. I can't fix it in time. We're ruined. Ja, sie glaubt, sie kann es nicht reparieren. Who's there? Wreckers. Please don't kill. Oh, Rangers. You're here. Finally, some good news. Ja, so sind wir. I knew you'd show up. I knew Bergen was wrong about you. And you must have chased off those wreckers, or you wouldn't be down here. Well, that's crisis one solved anyway. Crisis 2 und Crisis 3 to go. Problem Nummer 2 und Problem Nummer 3 haben wir. Ja, wie gesagt, sie hat sich jetzt gefreut, dass wir da sind, selbstverständlich. Und ansonsten. Bergen's good at his job, but I don't think he'd make a good mayor. He's got no diplomacy. People kind of hate him as soon as they meet him. And he's so twisted up about the Rangers that he wants us to start asking the Red Scorpions for protection instead. I can't let that happen. Those guys are gangsters, plain and simple. Ja, okay, kurz gefasst, jeder, der Bürgern kennenlernt, lernt ihn zu hassen. Ja, kann ich durchaus bestätigen. Crisis number two is the rest of the wrecking crew. They're like weeds. If you don't tear them out by the roots, they'll come back stronger than ever.
I've been asking Ranger Citadel for months to find their camp and get rid of them, and nothing ever gets done. Okay, das, die Abrisskolonne, wie Unkraut, ja, das kriegen wir hin. Water, you gotta get these guys off our back, mhm. Permanently. That'll have to wait until Crisis 3 is sorted out. Okay, Betypen vom Halsschirken, das kriegen wir hin. Crisis 3 is right here and right now. I should be up top at the moment, trying to convince everybody to make me the new mayor, but our irrigation system is about to blow sky high. Voting's gotta wait. Those damn wreckers lobbed a bomb over the wall that shook up our irrigation system and busted the pressure regulator. It also shorted out half of our electrical system, and we've only got enough juice to keep a few lights on at a time. I'm using the backup system to let off some of the pressure, but it's building too fast. If something isn't done very soon, we'll lose all our water and all our topsoil in one big bang. Ja. Are you here to help? Also, mit anderen Worten, es gibt ein Riesenwasserproblem. Dass nicht nur die Bewässerung hier, also sprich auch die Nahrungskapazität, sondern auch das Wasser allgemein, da sollte was unternommen werden. Auch der Mutterboden, also sprich die Erde, wo was drauf gepflanzt wird. When the water drains from the reservoir, it's going to flood our fields and take all our topsoil with it. Those ja. Wreckers already burned our current crops to the ground. If we lose the soil too, we won't be able to grow our own food for years. Ja, okay, der wird weggeschwemmt, wenn das Wasser überläuft. If the system blows, all the water will drain out of our reservoir at once. We'll be dry for months. The whole region will go thirsty. Leute, ich werde das jetzt ab jetzt so machen. Entschuldigung. Ich werde das mal reinhusten und dann werde ich das euch so sagen, dass alles, was die quatschen, werde ich nicht extra vorlesen. Ich lese meins vor, ihr müsst dann halt wirklich das so machen. Das mit dem Zusammenfassen ist dann auch ein bisschen, naja, blödsinnig. Das heißt, entweder ihr guckt es auf dem Fernseher oder auf dem Rechner an. Das ist, denke ich, die beste Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass ihr es auf dem Smartphone oder sowas lesen könnt. Tablet eventuell, müsst ihr mal gucken. Ja, gut. Dann geht's mal weiter hier. Wir müssen das Funkgerät benutzen. Wie können wir es reparieren? Alright. Mayor Vikström said you were coming to use the tower for some kind of experiment. He's not here anymore, but I suppose it's okay. However, the breaker flipped during a short and cut off power to the radio. Okay, da ist auch was kaputt. Überall ist kaputt. I was smart enough to place that on a different generator than our lights. So it'll have enough juice for you, but someone needs to reset the breaker and flip the power back onto the radio. Pretty low priority on my list right now, but it's located in Section 6 in the middle of the complex. Okay. Ja, was ist mit dem Bürgermeister passiert? Mayor Vikström got killed on the walls yesterday. And now we gotta vote for a new mayor. I don't really want to replace Vikström, but if I don't stand, nobody else will, and Sean Bergen will get the job. That would be a disaster. Mit anderen Worten, die will kein Bürgermeister werden. Kann ich verstehen, aber besser immer noch als der, der ja sonst zur Abwehrwahl steht hier. No time for questions. We'll talk once I fix the system. Ja. Well, as soon as things settle down, we'll have a show of hands in the town square. If you can help me solve all these crises, I think I've got a good chance of winning. And you'll have a pro-Ranger mayor here. If Bergen gets voted in, well, Highpool will be even less friendly to the Citadel than it already is. No time for questions. We'll talk once I fix okay. The system. Die will uns nicht mal sagen, was er von den Rangern hält. Aber sie scheint pro-Ranger zu sein. Zumindest hat sie das gerade angedeutet. Dann wird das schon werden. Wir helfen selbstverständlich. I need you to head into the complex. Look for four release valves and open them so the water can flow. Then all you have to do is come back here and open the bypass valve over there on the other side of the room. That will stabilize the pressure in the system and return things to normal. Got it? Ja. Okay, also erst einmal die vier Lastungsventile öffnen, damit das Wasser fließen kann. Dann müsst ihr wieder hier nur hierher zurückkommen. Umgebungsventil drüben auf der anderen Seite des Raumes öffnen. Das wird den Druck stabilisieren und es wird sich normalisieren. Verstanden. Great. Head out and find those valves. I'll track your progress so, from the readout. Macht euch auf, diese Ventile. Hier ist. Steht wie die Verteilungssysteme von Elektrizität. Blauen Lämpchen zeigt, welche Räume Wasserhall enthalten und die gelben Lämpchen, welche Strom enthalten. Aha. This is a bad situation. We gotta get this shit back online or Highpool is screwed. Okay, also momentan ist hier irgendwo nichts von irgendwas. Wir sollten also gelbe Lämpchen, Strom und Wasser. Muss halt beides gemacht werden sozusagen. Na, ganz toll. Ziemlich dunkel hier. Oh, hier ist noch was. Ich plündere mal kurz. Aha, teile alles aus. Hier hinten haben wir auch noch einen Raum. Also Raum 6 war der mit dem Hauptstrom, da müssen wir also auch rein. Das kriegen wir, denke ich, hin. Jetzt muss ich hier nur reingehen irgendwie. Jetzt. Ja.
Nö, 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 nö. Keep your eyes open down here. Could be anything running around in the dark. Er könnte alles Mögliche im Dunkeln rumrennen, natürlich, wie immer. Aha. Zumindest wird es hell, sobald man reinkommt. Ist hier schon so ein Ventil? Nein. Na ja, gut, dann suchen wir dieses Ventil dann eben in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wasteland 2. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Was haben wir hier? Wir haben ein Ventil. Ja, das brauchen wir also. Okay. Könnte sich als nützlich sein, solltest du einen Abzweig reparieren können. Dann machen wir das auch. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.